Die CDU ist die Volkspartei der Mitte, die christlich-soziale, liberale und wertkonservative Strömungen vereint, heißt es in der Einleitung zum derzeit gültigen Grundsatzprogramm der Partei. 2007 beschlossen, kommt dieses Programm mittlerweile sichtlich blass daher. Deshalb wollen sich die Christdemokraten einen frischen Anstrich verpassen mit einem neuen Grundsatzprogramm, das Antworten liefern soll auf grundsätzliche Fragen. Wofür steht die CDU im Hier und Jetzt? Worin liegt ihr politischer Markenkern, ihr Kernauftrag? Auskunft geben soll letzten Endes die Parteibasis. Nächste Woche fällt der Startschuss für eine digitale Umfrage unter den Mitgliedern. Eingerahmt von 4 größeren Regionalkonferenzen mit dem Auftakt an diesem Donnerstagabend hier in Pforzheim. Zu Beginn des von der Partei ausgerufenen Mitgliedermärz darf sich der gleichlautende Vorsitzende im CCP den Applaus einholen. Friedrich Merz und seine CDU dieser Tage mächtig im Aufwind. Seit Wochen anhaltend hohe Umfragewerte, bestätigt durch die jüngsten Erfolge auf Landesebene, zuletzt in der Hauptstadt. Eine Wunde aber klafft noch immer. Wir haben die Bundestagswahlen 2021 nicht verloren, weil die anderen so gut waren. Wir haben sie verloren, weil wir nicht mehr gut genug waren. Der Weg zur programmatischen Neuaufstellung für die Christdemokraten eine Gratwanderung. Keine streitende, aber eine diskutierende Partei, wünscht sich der Chef. Die um Antworten ringt, die nicht gleich jede Antwort weiß, die sogar bereit ist, alte Gewissheiten in Frage zu stellen, neue Antworten zu geben. Aber dies Ganze auf einem sehr festen Fundament einer Grundüberzeugung. Allen voran den ersten der 3 Buchstaben nehmen die Parteiverantwortlichen bei der Suche nach sich selbst in den Blick. Ein Spagat zwischen Nächstenliebe und politischer Abgrenzung. Das Christliche ist auch nicht darauf zu reduzieren, dass jetzt zum Beispiel in einer CDU nur Mitglied werden kann, wer evangelisch, katholisch oder einer anderen christlichen Religion angehört. Das ist darunter nicht zu verstehen, sondern vielmehr, dass wir Werte daraus ableiten und mit hohem Respekt vor jenen, die diese Werte aus anderen Quellen der religiösen Überzeugung schöpfen. Debatten über die Themen Migration und Integration führt der Pforzheimer OB seit Wochen zuhauf. Die Pläne von Stadt und Land für eine Erstaufnahmeeinrichtung im Brötzinger Tal sind zum Politikum geworden. Von der Ampelkoalition fühlt sich der Rathauschef bei der Bewältigung der Flüchtlingssituation im Stich gelassen. Und da baue ich natürlich auch auf uns, da baue ich auf klare Kante von Seiten unserer CDU, die ist hier gegeben. Wir sind hier ein starkes Wort, wir haben hier ein starkes Gewicht. Und da möchte ich natürlich auch, da wo wir können, als kommunale Mandatsträger auch mit unserem C in unserer CDU dafür werben, dass wir hier gemeinsam eine gute Lösung finden. Die CDU sichtlich darum bemüht, das Thema nicht in ihrer Ansicht nach Falschen zu überlassen. Für manchen Beobachter hat die von Merz verlautbarte Brandmauer zur AfD nach zuletzt umstrittenen Äußerungen zarte Risse bekommen. Wir müssen den Zuzug nach Deutschland begrenzen. Wir haben aber auch neue Antworten gegeben zum Thema Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Wir wollen keinen Spurwechsel, sondern wir wollen, dass die Menschen, die zu uns kommen und hier arbeiten wollen, nicht Asyl beantragen müssen, sondern von vornherein auf die richtige Spur gesetzt werden, einer Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Den Auftakt zum neuen Grundsatzprogramm hat die Partei nach über 3 Stunden Debatte in Pforzheim an diesem Abend gemacht. 3 weitere Regionalkonferenzen sind bis Ende des Monats angesetzt. Die Ergebnisse der Mitgliederumfrage will die Partei Mitte April präsentieren. Dem Ganzen folgt ein Grundsatzprogrammkonvent im Juni. Anschließend daran geht es an die finale Textarbeit. Und bis zur Europawahl im nächsten Jahr soll das neue Grundsatzprogramm der CDU dann fertig sein.